So, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder Hans-Peter von Freiheit durch Wahrheit kommen. Und wie immer mit einem neuen, wie ich sogar finde, sehr spannenden Thema. Das wird auch ein längeres Video werden, denn es geht um mehrere Faktoren, die wir miteinander verbinden. Einen geht es um Gilgamesch, das wohl älteste Geschichtsepos in schriftlicher Form, das wir finden können. Aber es gibt viele Videos über Gilgamesch. Wir verbinden heute die Sage um Gilgamesch mit Fakten über oder Hinweise aus den sumerischen Keilschriften und Anunnakis betreffend, falschen oder richtigen Göttern. Wir versuchen also auch Protagonisten zu identifizieren. Wir sprechen über die sieben Herrscher, die sieben Engel über die Erde, die Septuaginta, und wir sprechen über den Irakkrieg. Was hat das alles miteinander zu tun? Und das wird richtig, richtig spannend. Und ich freue mich schon, wenn es jetzt losgeht. Ich habe hier 17 Seiten vorbereitet. Jetzt geht's los. Also, ihr Lieben, der Gilgamesch-Epos, der gehört wohl zu den ältesten schriftlichen Aufzeichnungen der Menschheit, die heute noch existieren. Es gibt da natürlich sicherlich noch ältere, da die Menschheit älter ist, aber nun mal nicht in schriftlicher Form, also nicht sichtlich existent. König Gilgamesch soll um das schätzungsweise dritte Jahrtausend vor Christus in der Stadt Uruk regiert haben. Und sein Name, Pabilgamesch Utupada, ist bereits 2700 vor Christus niedergeschrieben worden. Er soll 126 Jahre regiert haben und deshalb, naja, denken viele Historiker, das ist nur ein Mythos. Ich kann euch jedoch versichern, dass es zu dieser Zeit nichts Außergewöhnliches war. Selbst in der Bibel und in anderen Überlieferungen, in vielen Kulturen, finden wir Protagonisten, die hunderte von Jahren alt wurden. Und nach der Ära von unserem lieben Herrn Noah soll sich das aber geändert haben. Gilgamesch war das, was wir heute als Halb- oder Dreiviertelgott bezeichnen würden. Seine Mutter war Nimsun. Da haben wir wieder den Hinweis auf die Anunnaki. Und sein Vater war König Lugalbanda, also ein Irdischer. Und der Vater von Ninsun wiederum war König Emerkar. Und er soll der erste König Uruks nach der Sintflut gewesen sein. Somit würde man die Sintflut jetzt auf 2750 vor Christus datieren können. Aber sicherlich gab es mehrere in der Menschheitsgeschichte. Davon gehe ich jetzt mal aus. Die Götter hatten also entschieden, dass er, Gilgamesch, zwei göttliche Aspekte verliehen bekam. Zum einen die Manneskraft von Shamash und den Heldensinn von Adad. Als Halb- oder Dreiviertelgott soll er eine Größe von rund 5 Metern besessen haben. Darauf kommen wir nochmal zurück. Es gibt auch einen eigenen Beitrag von mir über Riesen. Das ist auch sehr entspannt. Er war also, man könnte sagen, eine Mischung aus Gott und Mensch, wie wir es in vielen Sagen finden. In der Bibel selbst finden wir aber auch unzählige Hinweise auf Engel, Schrägstrich Götter, die Gefallenen fanden Gefallen, das ist gut, an den Menschen gefunden hatten, an den Menschenfrauen vor allen Dingen, und sie schwängerten. Das haben wir ja auch in der Bibel stehen. Und daraus entstanden dann die Nephilim. Soweit nichts Neues. Das sind erstmal so die Hard Facts. Das Epos rund um Gilgamesch hat seinen Ursprung im Sumerischen Reich, genauer gesagt in Mesopotamien. Und der Großteil vom Epos stammt aus den Tontafeln, Bibliotheken Assurbanipals. Das müsste so im 7. Jahrhundert vor Christus gewesen sein. Und dieser Gilgamesch-Epos berichtet nicht nur von seinen Heldentaten, sondern wird auch hier bereits lange vor dem Alten Testament die Sintflut beschrieben. Und auch hier
wird eine besondere Freundschaft zwischen ihm und dem Wesen Enkidu beschrieben. Nach dem Tod seines Freundes Enkidu richtet er seine Aufmerksamkeit aber mehr auf Weisheiten und Bedeutungen. Und zwar Bedeutungen des Lebens, sowie seiner Suche nach Unsterblichkeit. Da wollen wir eher in die Richtung gehen. Was uns hier bereits ein frühes faustisches Motiv erkennen lässt. Wir können die Überlieferung des Gilgamesch-Epos und den Tafeln und dem Teil der Sintflut nicht ganz von der Hand weisen. Finden wir ihn doch in den geheimen Büchern auch von Gott Enki, wie auch Jahrtausende später in der Bibel wieder. Abgesehen mal ganz von den ganzen weiteren Überlieferungen vieler, vieler, vieler anderen Kulturen, auch aus Südamerika, Nordamerika und Asien. Im Epos heißt nur dieser Hauptprotagonist nicht Noah, sondern Xiusutra oder auch genannt Xisutros. Aber ein Nachkomme von Enki, das ist ja der Gute gewesen, ne? Der Menschenfreund, der ihnen Wissen und Weisheit bringen wollte. Die babylonische Flutgeschichte wird, wer das nachlesen will, auf der 11. Tafel des Gilgamesch-Epos beschrieben. Und selbst in der chinesischen Geschichte, das ist auch spannend, finden wir die Flutgeschichte wieder. Deren Held heißt dort nicht nur Noah einfach oder Xisutra, dann dort heißt er Fu Xi oder Fu Xi. Und das chinesische Symbol, das ist auch sehr spannend, für Boot oder Schiff, ist zusammengesetzt aus drei Symbolen. Nämlich das erste steht für Gefäß, also das Boot an sich. Das zweite für die Zahl 8, die Anzahl der Leute, die auf der Arche waren. Und das dritte steht für Mensch. Tatsächlich, wie gesagt, sollen es 8 Menschen auf der Arche gewesen sein. Und das scheint wohl auch in der chinesischen Überlieferung so gewesen zu sein. Interessant erscheint mir aber auch, dass Gilgamesch von Xisutros, also Noah, erfährt, dass in seiner Unsterblichkeit im weit entfernten Osten leben soll. So machte sich Gilgamesch auf den Weg gen Osten. Diese Passage ist eine Anspielung auf den Ursprung allen Seins, den Geheimnissen des alten Atlantis und den Ereignissen, die vor der großen atlantischen Katastrophe lagen. Xisutros berichtete ihm nämlich auch, dass auch er Unsterblichkeit erlangen könne. Dazu müsse er das überwinden, was auch er überwunden hatte. Alle Überwindungen von Furcht, Angst und Einsamkeit. Das erinnert mich so an die Einweihungen im alten Ägypten. Er sagte Gilgamesch auch, dass man das, was er durchlebte, nur im Inneren durchleben kann. Eindeutig finden wir hier den gnostischen Ansatz, wie auch in den apokryphen Evangelien. Wie in den Smaragdtafeln, wie im Book of John. Dadurch aber würde man zum Bewusstsein der Unsterblichkeit gelangen. Er solle bitte 7 Tage und 7 Nächte nicht schlafen, um es zu erleben. Ja, liebe Zuschauer, habt ihr schon mal versucht, 7 Tage und 7 Nächte nicht zu schlafen? Wenn es einer schafft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es einen an den Rand des Wahnsinns treiben würde. Das ist schon eine Art Foltermethode. Man würde sicherlich mit seinen größten inneren Ängsten und sämtlichen Seelenzügen von sich konfrontiert werden. Vielleicht Visionen bekommen, aber vielleicht auch wahre Transformation durchleben. Und dabei geht es um diese Geschichte. Wir bekommen hier sehr gut beschrieben, was Jesus und andere Sendboten uns immer und immer wieder vermitteln wollten. Unsere Seele ist unsterblich. Auch scheint dieses Werk eine Inspiration späterer Legenden zu sein. Denken wir an die Odyssee von Homer. Denn dort finden wir auch ähnliche, fast gleich wirkende Geschehnisse des Helden. Also Enkidu und Gilgamesch besiegen den Stier aus dem Himmel, der von der Göttin Ishtar gesandt wurde.
Ähnliche Geschichten finden wir in vielen weiteren Religionen, wie auch in denen des Gottes Mithras. Doch was genau hatte Gilgamesch mit der eigentlichen Sintflut zu tun? Außer, dass er ein Gespräch mit Siusutra, also Noah, führen konnte. Gilgamesch wollte den Verantwortlichen für die Sintflut zur Rechenschaft ziehen. Und so kam es, dass er und sein Freund Enkidu den Gott Huwawa bezwungen haben sollen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt, wo wir dann Querverbindungen ziehen, die sehr interessant sind. Denn auf der dritten Tafel, in den Zeilen 147 bis 150, heißt es folgendermaßen. Ich zitiere. Wenn ich falle, werde ich mir einen Namen geben. Gilgamesch ist gefallen, werden sie sagen, im Kampf mit dem schrecklichen Huwawa. Aber wenn ich gewinne, dann werden sie sagen, Gilgamesch der Mächtige, Bezwinger von Huwawa. Ja, aber wer war denn dieser Huwawa? Das ist die erste Frage, die sich dann stellt. Der Gott des Alten Testamentes war verantwortlich für die Sintflut. Der Gott, den Jesus ablehnte, den er als rachsüchtig, mordlustig, blutrünstig und verlogen bezeichnete. Er sei ein Gott der Lüge und des Mordes, so die Worte von Jeschua. Er ist der Gott der Hebräer, J-H-W-H. Jahwe gleich Jehova gleich Jahuwa gleich Huwawa. Spannend, oder? Den wollte er zur Rechenschaft ziehen. Gehen wir noch weiter. Es ist davon auszugehen, dass Gilgamesch und Enkidu ihn nicht besiegt hatten. Zumindest nicht so, dass er sein Wirken auf Erden vollkommen einstellte. Viele Gelehrten denken sogar, dass der berühmte Nimrod identisch mit Gilgamesch sei. Gilgamesch rebellierte nämlich gegen den falschen Gott. So wie es Nimrod tat. Jetzt sollten wir uns fragen, wenn Nimrod und Gilgamesch, wer auch immer, gleich oder nicht gleich sind und gegen den falschen Gott rebellierten, den rachsüchtigen, blutrünstigen, waren sie wirklich so schlecht? Im Hebräischen gibt es das Wort Marad, was Rebell bedeutet. Vielleicht kommt es daher. Gilgamesch war auch einer der ersten sumerischen Könige von Uruk, nach der Sintflut, genau wie Nimrod. Und Rebellen werden ja vom System immer gern als die Bösen dargestellt. Können wir drüber nachdenken. Uruk wird oft auch als Erek oder Erech, also Uruk gleich Erek gleich Erech, geschrieben. Und nun schauen wir in die Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 10, 8, denn da heißt es, ich zitiere, und Kusch zeugte Nimrod. Kusch war ja, ne, die Noah-Geschichte. Der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreiches war Babel und Erech, da ist Erech drin, und Agad und Kalne. Kalne kommen wir auch noch zu. Und China, das Land China. S-H-I-N-A-R. Okay? So, China, das ist alte Sumer. Viele denken deshalb, dass Gilgamesch identisch mit Nimrod sein könnte. Er war aber nicht der erste Herrscher. Das muss man dazu sagen, weil es war ja vor ihm noch Lugalbanda und davor König Emeka, wie am Anfang erwähnt. Also von daher ist diese Information nicht 100% gesichert. Wobei Gilgamesch, genau wie Nimrod, große Städte in China, in Sumer bauen ließ. Ja? Er kam aus Uruk, sie waren Riesen, sie waren mächtige Jäger. Ebenso erhob sich Nimrod gegen seinen Gott. Und da kommen wir noch zu einem Punkt, es könnte sich bei Nimrod aber auch um den sumerischen Gott Ninurta handeln. Das ist jetzt interessant. Also ist Gilgamesch gleich Ninurta? In der Septuaginta, da komme ich später zu, wird er Nebrod genannt. Aber es ist der gleiche gemeint. Wer meine Ausführungen zum Beispiel aus meinem Buch Gefängnis Planet Erde, das vorletzte, gelesen hat, der weiß, dass ich, J-H-W-H, Huwawa,
mit dem sumerischen Gott Enlil identifiziert hatte, der Bruder von Enki. Enki war ja der, der uns Wissen und Weisheit bringen wollte. Enlil wollte uns in der Dunkelheit und in der Finsternis halten und führte auch den Krieg auf Erden. Ninurta war nun mal ein Sohn von Enlil. Wenn Gilgamesch gleich Nimrod, gleich Ninurta sein sollte, dann hätte er sich gegen seinen eigenen Vater gestellt. Spannend, oder? Aber nichts Neues. Es gab es ja öfter in der Geschichte. Ninurta hatte nämlich genau wie Gilgamesch auch einen Stier besiegt. Von Nimrod hingegen berichtet man aber, er wäre der Enkel Noahs gewesen. Also hier gibt es einen kleinen Widerspruch. Andere wiederum setzen ihn sogar mit Marduk gleich. Ups, mit Marduk, dem Marduk, der gleichzeitig Ra in Ägypten war, mit die Cheops-Pyramiden baute und eine Vorinkarnation von Jesus war. Dafür, dass er Marduk gewesen sein könnte, spricht auch der Fakt, dass Nimrod wie auch Marduk den Turm zu Babel errichtet haben sollen. Nimrod war auch der Namensgeber der in der Bibel genannten Stadt Kalne, welche auch Nimrod heißt. Kalne wird auch Nimrud genannt. Und der eigentliche Entdecker des Gilgamesch-Epos war der britische Assyriologe George Smith, 19. Jahrhundert. Und er identifizierte Nimrod mit dem sumerischen Sagenkönig Gilgamesch. Archibald Henry Sayce, auch 19. bis 20. Jahrhundert, identifizierte ihn mit Marduk. Und Ephraim Avigdor Speiser identifizierte ihn mit Ninurta. Vielleicht haben sie ja alle drei recht. Aber egal, ob Ninurta, Marduk, Nimrod, es herrschen viele Vorurteile über diese Herrscher, die als böse betrachtet werden. Naja, von wem und wer hat dieses etabliert? Über die Geschichte zu Babel und Babylon habe ich schon eigene Beiträge gemacht. Und ihr wisst, dass die Geschichte nicht so war, wie uns erzählt wird. Darüber habe ich ausführlich ein eigenes Kapitel in meinem Buch Gefängnis Planet Erde geschrieben. Die Gerüchte darüber, dass man sich gottgleich machen wollte, ist so nicht richtig. Das ist purer Unfug. Es steht wortwörtlich drin, sie bauten den Turm zu Babel, weil sie verhindern wollten, dass ihre Sprache gespalten wird und ihr Volk. Sie wollten es verhindern, weil sie es gesehen hatten, dass es kommt. Es ist halt das, was sich in unseren Köpfen durch das System und der Unterricht in der Schule und all dem so manifestiert hat, weil wir es halt nun mal einfach so gelernt haben. Zu dem Babylon, auch das Wort Il, El, die Erleuchteten enthält. Bab-Il-On, über die Ilu-Lehre schrieb ich ausführlich auch in meinem Buch Die Jesusbrüder. Die Gesetze, die von Marduk seinem Volk verkündet wurden, lest euch die durch. Die hätte man weiser kaum formulieren können. Das geht auch aus Offenbarungen wie der Isaias oder Sajaha-Offenbarung hervor. Marduk war auch der, der gegen Jahwe, der gegen JHWH, gegen Enlil in den Krieg führte. Und er gewann ihn. Enlil wurde besiegt. Nimrod wird Ähnliches wie Marduk angeheftet. Sie waren aber die Herren über Babylon und Sumer, Shinar. Shinar bedeutet Land der Leuchtenden, also der Elohim. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Gehen wir nochmal kurz zurück, weil es hat mir auch keine Ruhe gelassen, über dieses Thema 7 Tage, 7 Nächte. 7 war auch damals schon eine magische Zahl. Ich bin auch an einem 7. geboren. Noch heute wollen wir in dem 7. Himmel sein. Wir gehen über 7 Brücken, haben die 7 Zwerge und. Der 7. Himmel kommt meiner Kenntnis nach aber von der Himmelspurik der Atlanta. Diese hatte 7 Stufen und beinhaltete auch Gräber für weise und spirituelle Führer und Könige. Und je höher man begraben war, desto näher war man dem Himmel. Spannend, oder? Zudem der Turm von Babylon auch mit 7 Stufen dargestellt wird. Das ist auch ein interessanter Fakt. Auch musste ich an die 7 Herren der Planeten, die Planetenherrscher denken.
welche die Erde beherrschen sollen. Das ist uraltes Wissen, das wir heute wieder lesen dürfen, wofür man früher verbrannt wurde. Überlegt euch das. Ihr dürft es jetzt wissen. Im Auftrag des einen Gottes sind diese sieben Engel, Untergötter, wie auch immer man sie nennt, mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet und verwalten abwechselnd die Erde. Man nennt es auch die Septuaginta. Es sind die sieben Sekundanten, es sind die Intelligenzen der Geister, die nach Gott die Welt bewegen. Auch der berühmte Johannes von Trippenheim, der um die Ecke von mir früher in Deutschland lebte, nur ein paar Jahrhunderte vorher, verfasste darüber die Chronologia Mystica de Septem Secundis. Die habe ich mir durchgelesen. Damit er nicht vollkommen von der Kirche exkommuniziert oder als Heretiker vernichtet wird, hatte Trithemius am Ende seiner Ausführungen folgenden Satz hinzugefügt. Der Mann schrieb 90 Bücher, ne? Und verwaltet die größte Bibliothek seltener Bücher in ganz Europa. Johannes von Trittenheim hatte engen Kontakt zu Faust, zu Paracelsus und zu Agrippa von Nettesheim, also einer der ganz, ganz Großen. Er schrieb, ich beteure, mit meinem eigenen Hand und bekenne mit meinem eigenen Mund, dass ich von all dem, was ich hier vollbrachte, nichts glaube oder zugebe. Außerdem, was die katholische Kirche vertritt. Den Rest werfe und verdamme ich als vergeblich, schwach und abergläubig. Er hat das ganze Werk geschrieben und dann diesen Schlusssatz hinzugefügt und damit gesagt, das ist im Prinzip nur ein Märchen, was ich da erzähle, damit er nicht dafür gerichtet wird. Na, so, aber warum hat er es geschrieben? Von diesen Engeln soll nach der Sintflut jeder für 354 Jahre und 4 Monate über die Erde herrschen, welche eine bestimmte Qualität in die jeweilige Epoche bringt. Über diese Epochen schrieb auch schon Rudolf Steiner. Interessant. Die Theosophen wussten das auch. Sie hießen Orifiel, den kennen wir als Uriel, Anael, das ist die, die Venus darstellt, die Liebe, Zachariel, Raphael, Samuel, Gabriel und Michael. Wir kennen meistens nur die 4 Haupterzengel. Es sind aber diese 7. Wir entdecken, wie gesagt, die 4 Erzengel hier drin aber wieder. Und alle enden mit El, die Leuchtenden, ne? Die Elohim. Scheinbar waren es einmal 7 der Anzahl nach, denn sie alle enden auf El. Wobei ich eine Nachricht bekommen habe, eine Botschaft, dass es wohl vielleicht noch 5 Verborgene geben könnte, dass es insgesamt 12 sind. Weitere Erwähnungen findet El, das Wort El, da gehen wir jetzt nochmal näher drauf ein, im biblischen Buch der Genesis, wo man sie unter der Bezeichnung Elohim finden kann. In Sumerischen wird El mit Gott übersetzt. Das weibliche Elohim ist aber der Plural von El. Und El wird auch übersetzt mit Helligkeit, Glanz oder Leuchten. Wir finden diesen Begriff in ganz vielen Sprachen und Kulturen später auch wieder, wie in dem angelsächsischen Aelf, die Elfe, leuchtende Wesen. Oder auch Eltarm, gell? Eltarm. Schlussfolgernd kann man aber El vor allem mit der Bezeichnung von Licht, Helligkeit, Erleuchtung oder Glanz übersetzen. Letztlich ist aber auch Licht in meinen Augen Liebe. Und im Licht ist die schöpferische Gottessubstanz gespeichert. Das Wissen, die Weisheit und die Liebe. Elohim oder A-Elohim müsste man also mit die Leuchtenden übersetzen. Und das Wort Sumer kommt vom Begriff Schumer und bedeutet das Land der Wächter oder die Söhne der Wächter. Es ist kein anderes Land als das biblische China. Was nichts anderes bedeutet als Ort der Leuchtenden. Elohim wird somit bewusst zu unserer Täuschung als Herr übersetzt. Es ist eine Täuschung. Wenn man nun in sämtlichen Bibeltextstellen das Wort Herr nun ersetzen würde, das Wort Herr oder Gott, durch die Leuchtenden, hätte man tatsächlich bemerkenswerterweise einen völlig neuen Kontext der Bibel. Eine völlig andere Bedeutung. Nun hätten wir nämlich eine Umschreibung des Lichtvollen.
Und das wird auch im 2. Korinther 4, 6 so beschrieben. Ich zitiere: Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Zitat Ende. Ihr Lieben, das Göttliche ist Licht, das dem göttlichen Funken gebiert und in uns wohnt. Denn auch wir sind Söhne des Lichts, wir sind Söhne der Sonne. Anu war der Hauptgott, der Schöpfer der Anunnaki, der Leuchtende. Anunnaki bedeutet also auch Söhne des Leuchtenden, wobei die Endung Ki oft das sumerische Wort für Erde ist. Also könnte man auch sagen, die Söhne des Lichts auf Erden. Dass es da Gute, dass es da Schlechte gab, dass es da Zwistigkeiten gab, Familienstreitigkeiten, das wissen wir. Aber wir können nicht pauschalieren, indem wir sagen, sie waren böse oder sie waren die Leuchtendsten überhaupt. Jetzt kommen wir zu den Herrschern, die ich anfangs beschrieben habe, den Engeln, die in Gottes Auftrag über die Erde herrschen sollen. Denn laut der Septuaginta sind es 7 Erzengel. Uriel, Michael, Gabriel, Samuel, Raphael, Zachariel und Anael. Aber auch vor unseren christlichen oder vor unserer christlichen und jüdischen Zeitrechnung von maximal 6000 Jahren gab es natürlich diese Herrscher und wurden dort ausführlich beschrieben. Die Schöpfungsgeschichte ist also nicht als Geschichte der Menschheit und deren Entstehung zu verstehen, sondern eher als Beschreibung einer Epoche der Menschheit. Denn die Menschheit gibt es schon wesentlich länger. Und so kommen wir wieder zu den Sumerern und ihren 7 Herrschern über die Erde. Es sind die 7 von Enki erschaffenen Abgalu, auch genannt Abkalu. Man bezeichnet sie auch als die 7 Weisen. Sie sind von den Göttern ausgesandt, um den Menschen Weisheit und Wissen zu vermitteln. Die 7 vorgeschichtlichen Weisen waren Uana, also Oannes, der berühmte Fischgott, der auch das Wissen und die Weisheit gebracht hat. Uana Duga, Eme Duga, Eme Galama, Enmebuluga, Enlilda und Utuapzu. Welcher dieser 7, welchem Erzengel entspricht, das konnten wir nicht feststellen. Aber sie werden wohl relativ von ihren Fähigkeiten und von ihrer Zuordnung gleich sein. So haben wir es ja auch zum Beispiel in den Wochentagen, ne? Denken wir dran. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja? Sonntag ist der zugeordnet der Sonne, Erzengel Michael, dem Gott Sulis, ne? Dem Gott Sulis oder auch dem Gott Utu bei den Sumerern. Ja? So haben wir es beim Montag, der ist dem Mond zugeordnet, Erzengel Gabriel, dem Gott Mani, unserer Vorfahren, und bei den Sumerern war es Nana. Ich zähle es mal einfach kurz auf. Dienstag ist dem Mars zugeordnet, ne? Martis heißt es ja auch, Erzengel Samuel, bei uns war es Tivatz und im Sumerischen Nergal. Die Zuordnungen konnte ich machen. Merkur, der Mittwoch, Mirkulis, ne? Merkur, ist dem Erzengel Raphael zugeordnet, unserem alten Gott Wotan und dem Gott Nabu, der Sumerer, der das Wissen gebracht hat. Beim Donnerstag haben wir den Jupiter als Planeten und der entspricht unserem alten Gott Donar, Thor, Erzengel Zachariel und dem Gott Marduk, der Sumerer. Freitag ist ja der Venus zugeordnet, Virnis. Dann haben wir den Erzengel Anael, der Liebe. Wir haben Freya bei unseren Vorfahren und Inanna haben wir im Sumerischen. Und der Samstag, Saturday, Saturntag, ist Erzengel Uriel zugeordnet, dem Saturn, aber dem sumerischen Gott Ninurta. So entsteht das Ganze. Auch im Buch Henoch werden diese Wesenheiten sogar beschrieben. Wir stoßen immer wieder auf die Zahl 7. Auch soll es der Zahl nach 7 Zarathustras zum Beispiel gegeben haben. Es ist sehr interessant. Und der 7. vereinte die Weisheit und das Wissen aller vorherigen 6 in sich.
Und um Gott in sich, in seiner Komplexität zu erfahren, und zwar von innen heraus, beschloss der siebte Zarathustra tatsächlich blind und taub geboren zu werden. Und so konnte er sich ganz auf seine inneren Sinne fokussieren. Und somit wäre die sieben die Vereinigung aller vorherigen sechs Aspekte. Aber kommen wir zurück jetzt zu Uruk, den Sumerern und Gilgamesch. Die Stadt Uruk lag dort, wo heute wir den Irak orten. Manche vermuten sogar, dass Irak von Uruk abgeleitet ist. Uruk, Irak. Lässt man, wie in vielen anderen Sprachen, nämlich die Selbstlaute weg, schreibt sich Uruk RK und Irak auch RK. Spannend. Der Archäologe Jörg Fassbinder entdeckte im Jahr 2003 Überreste einer Stadt, die genauso angelegt war, wie Uruk angelegt gewesen sein soll. Und ebenso lag es genau in dem Gebiet, in dem man Uruk vermutete. Die beteiligten Archäologen entdeckten dort eine Grabstätte, von der sie berichten, dass sie die des Gilgamesch sein könne. Leute, wie kommt man drauf, das zu behaupten? Denn Gilgamesch wurde ja nun mal mit rund 5 Metern beschrieben. Hatten die also eine Mumie entdeckt, die über 5 Meter maß? Man hat bereits freudig spekuliert, dass wir die Geheimnisse unserer Existenz offenbart bekommen würden und Geheimnisse bekommen, von denen wir nur träumen können. Denn Gilgamesch, so sagte man, kannte alle Geheimnisse der Weisheiten. Doch dann geschah etwas ganz Seltsames, ihr Lieben, und eigentlich doch nichts Überraschendes. Denn nur wenige Wochen, nachdem dieses Grab entdeckt wurde, fiel man tatsächlich seitens der USA in den Irak ein. Der Irak, und das wisst ihr, war nachweislich nicht am Attentat von 9/11 beteiligt. Er besaß auch nachweislich keine Massenvernichtungswaffen. Es war eine Lüge. Das war's, ihr Lieben. Das Archäologenteam musste das Land verlassen. Es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, weil viele Menschen würden so gut wie alles tun, um an diese Weisheiten des Kosmos ranzukommen. Die wenigsten würden dieses Wissen mit anderen teilen wollen. Roch die USA hier Lunte und fiel deshalb in den Irak ein? Dieser Krieg scheint schon tausende von Jahren vorher prophezeit gewesen zu sein. Das ist spannend, denn im Tempel von Abydos finden wir in einem Türsturz tatsächlich Hieroglyphen, die moderne Panzer, Helikopter und anderes Kriegsgerät ganz deutlich präsentieren. Ein pensionierter Offizier der Luftwaffe identifizierte auch diese Art von Hubschraubern und Panzern. Und der sagte, der einzige Krieg, in der diese beiden Typen gemeinsam eingesetzt wurden, war nun mal der Irakkrieg. Hat man vor tausenden Jahren schon gewusst, dass der Irakkrieg kommt? Wer hatte diese Symbole, die den Irakkrieg beschreiben, dort hinterlassen? Wir wissen, dass zum Beispiel der ägyptische König Haremhab und sein Weib Mutnetjemet einstmals durch ein Zeitportal reisten, um eine Botschaft für Jesus und Maria Magdalena zu hinterlassen, damit sie zusammenfinden. Waren sie oder andere auch in der heutigen Zeit gereist, frage ich, und sahen das, was kommt? Oder befragten sie vielleicht ein Orakel, das Orakel von Karnak? Das Orakel von Karnak war eine Inkarnation von Maria Magdalena. Durch die Entdeckung dieses Grabes und der Veröffentlichung des Inhaltes, ihr Lieben, hätten laut Tod, die Menschen in ein höheres Bewusstsein springen können. Und deshalb frage ich auch weiter, wollte das die dunkle Seite verhindern? Ich finde es sehr bezeichnend, dass als die USA im Irak einfielen, sofort ein militärisches Lager um diese Stätte des Gilgamesch errichtet wurde. Sie schickten Wissenschaftler vor Ort nach Hause.
Ebenso wurden Reporter von BBC und ABC News der Zugang verweigert. Es existieren Augenzeugenberichten, dass das amerikanische Militär vor Ort gegraben hatte und dass Exponate abtransportiert wurden. Kamen die Amerikaner an die Leiche von Gilgamesch? Offenbarten sich ihnen vielleicht doch Geheimnisse, die sie uns vorenthalten? Auch befand sich zum Beispiel in Bagdad das irakische Nationalmuseum. Und Augenzeugen in Bagdad berichten, dass amerikanisches Militär in dieses Museum eingedrungen war und ganze Wagenladungen an Artefakten entfernt wurden. Was hatte die USA dort gesucht, ihr Lieben? Auf vielfachen Druck von internationalen Behörden entsandte man aber anschließend ein Team von Mitgliedern, CIA, FBI und US-Einwanderungsbehörde. Allen voran war ihr Leiter Colonel Michael Bogdanus. Tief unter dem Museum existierten geheime Räume, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Man erkannte, dass auch dort große Plünderungen betrieben wurden. Nur das Eigenartige daran, die wertvollsten Gegenstände aus Gold ließ man nämlich zurück, womit man eigentlich eine Plünderung ausschließen kann. Die Eindringlinge wussten also ganz genau, wonach sie suchen. Auch lagerten dort zum Beispiel unzählige Fälschungen originaler Artefakte, die man fertigte, um nicht immer Originale ausstellen zu müssen. Und diese blieben ebenso unberührt. Auch hier, die Eindringlinge wussten genau, wonach sie suchten und sie kannten sich aus. Sie waren organisiert, so Bogdanus, und selektiv vorgehend. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es auch in der internationalen Gemeinschaft Gerüchte. Gerüchte darüber, dass sich der Irak im Besitz eines Stargate, eines Sternentores, befinden soll. Ein Stargate war für die Iraker nichts Neues, Leute. Berichten doch die alten Mythologien der Sumerer, der Anunnaki und anderer über diese alten Portale. Hatten die Anunnaki also hier diese alten Technologien vielleicht hinterlassen? Und in diesen 20er Jahren zumindest sahen es auch sogar die westlichen Regierungen als möglich an. Und rund 60 Jahre später, in den 80ern, gab es erneute Gerüchte, dass in dem Fall Saddam Hussein ein Stargate besaß. Dr. Michael Seller, Professor an der Universität von Washington D.C., glaubte fest dran. Er äußerte öffentlich, dass der wahre Grund des Irakkrieges ein Stargate im Irak war, welches Zugang zu anderen Zivilisationen und Planeten ermöglichte. Wir wissen, dass selbst Hollywood dieses Thema aufgegriffen hat und produzierte dann auch in den 90er Jahren den Streifen Stargate. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Und dieses Stargate sah in dem Hollywood-Streifen tatsächlich fast identisch aus wie das auf alten Fotografien, was man so fand. Wir können also immer wieder feststellen, dass gewisse Eingeweihte über ein Wissen verfügen, welches dem Volk vorenthalten wird. Das gilt für Religion, Glauben, Wissen und Weisheit. Man versucht uns immer wieder klein zu halten, indem man uns das wahre Wissen über unsere Herkunft und unseren schöpferischen Geist und des Potenzials unseres Geistes nicht offenbaren möchte. Sie haben Angst vor Kontrollverlust, Angst vor einem mündigen und aufgeklärten Bürger, Angst vor der Liebe und Angst vor unserem göttlichen Funken, der uns innewohnt. Naja, die Zeit dieser Verdummungstaktik, dieser Spieletreiber, geht in meinen Augen aber jetzt vorbei. Wir werden immer zahlreicher und wir werden erwachter, ihr Lieben. Wir werden bewusster und wir werden eigenverantwortlicher. Wir werden immer mehr Seelen, die mit dem Schwert des Lichts und der Liebe arbeiten, und das können sie nicht verhindern. Und das wissen sie auch ganz genau. Denn jetzt kommt eine Ära, in der auch die Finsternis beschließen wird, wieder ins Licht gehen zu wollen. Denn alles kommt aus dem Licht, geht teilweise durch die Finsternis und kehrt am Ende aber wieder ins Licht zurück. Game over, könnte man auch sagen. Und zwar für die Spielemacher, für die Monopolisten. Bleibt im Vertrauen zu den kosmischen und göttlichen Kräften. Glaubt ganz fest und unumstößlich an die lichten Kräfte, die uns zur Seite stehen. Denn sie sind nun mal da, wenn auch nicht für jeden sichtbar. Lasst uns wieder täglich Gespräche mit meinem geliebten Bruder, dem wahren Jesus, führen.
dann wird uns eine Armee an lichtvollen Geistwesen zur Seite stehen und die Kraft sowie Macht uns verleihen, die wir benötigen. Wer bittet, ihr Lieben, dem wird gegeben. Bittet euren persönlichen Geistführer, euch die nötige Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Und ich glaube, so werden wir die Zeichen und die Antworten im Alltag entnehmen können. Bis bald, so sei es.